Hallo und willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo, und wir sind zurück in einer neuen Episode von Life is Strange, dem jugendlichen Adventure, das mehr ein Film ist, denn ein Spiel. Wir haben das letzte Mal ein paar Sachen gemacht und jetzt wollen wir in diese Scheune rein. Schauen wir mal, da oben ist irgendwas, was wir uns anschauen können. Hochspannungsleitung. No. Why would somebody run all that electricity into an old empty barn? Tja, gute Frage. Wahrscheinlich, weil da wer drinnen ist, den sie gefangen halten. Oder vielleicht auch irgendwas anderes. So, jetzt schauen wir uns mal die Spuren an, genauer. Hm. These are thick tracks and definitely fresh. Nathan's SUV? Wahrscheinlich. Chloe is so damn fearless. Where does that come from? Drogen. Können wir das Schloss aufbrechen? Nein, offensichtlich nicht. Wir können es nicht mal anschauen. Gut, dann schauen wir mal da rum. Da ist ein Auto. Wahnsinn. Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. Meinst du? Wer weiß, hat es vielleicht irgendetwas... Max, get over here before I torch this place. Nein, hörst du auf, irgendwas abzufackeln? Kann ich da mal mit dir reden? Oh, Eichhörnchen. Eichhörnchen, Eichhörnchen. Verdammt. So, was haben wir hier? Eine alte Säge, die hilft uns doch sicher. Damit können wir das aufsägen, ne? Da ist ein Blech. Schau. Chloe, I found the front door. Come on. Oh, yes. Maximus rules. God, this is way too Blair Witch. I have goosebumps all over. Come on, Supermax. Wieso? Das ist nur eine Scheune. Hey, check out this old chest. Hey, yeah, finden wir da jetzt tote Menschen? Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry, Aaron, Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. Blah, 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 blah. You search for more clues and I'll scope out the area. Okay, na gut, das heißt, wir müssen wieder rumrennen und wieder irgendwelche Sachen. Yes, old Prescott clippings. But that can't be the only thing here. Yes, ich will diesen Traktor fahren. This tractor has paid its dues. Meinst du? Okay. Ja, wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn wir die Rangeley Amber hier gefunden hätten. No more secrets, Sean Prescott. Warte, da ist irgendwas am Boden. Suchen. Such. Los, Max. Such. Nothing here. Was? Ich jetzt? Was ist denn sonst? Damn, lots of info here. Huh. These hooks are used to lift haystacks. Mhm. Saw them in a Friday the 13th movie. Okay, hey, wir haben eine Heukabel. Können wir die auch nehmen? If a zombie shows up, I have my weapon. Also nein. Oh, da ist nochmal Boden. Na dann. Suchen wir mal hier. Just rotting wood. Aber wenn es verfaultes Holz ist, nimm die Heugabel und mach's auf. Ach Gott. Da ist noch mehr Boden. Na dann. Scope out the perimeter, Max. There has to be more here than this crate. Was? Hey, da ist ein Heuhaufen. Wir müssen alles durchsuchen. So many haystacks, so few needles.
Ja, dann such halt was. So many haystacks. Was? So few needles. Können wir mit diesem Haken diese Dinger darüber bewegen, wegbewegen? Haben wir da nicht? Nein, können wir offensichtlich nicht. So, wo geht denn dieser Haken hin? Ah, da ist eine Kiste. Ja, dann suchen wir doch durch diese Kiste durch. Ah, the good old days. Was? Cocaine, Coffee, Cocaine, Tobacco, Milk? Oder Kakao? Hm. Scope out the perimeter, Max. There has to be more here than this crate. La 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 la. Hm, was ist das? Können wir das aufmachen? Nein? Können wir bitte mehr aufmachen hier? Da ist noch mehr Boden. Hallo Boden? Wir müssen mehr auf den Boden schauen. Damn, lots of info here. Oh, was ist da jetzt drunter? Wow. What is this? Na, schauen. It's totally brand new. Why? Na dann, machen wir mal auf. No, Supermax. You can't open this with your bare hands. Na dann, nimm den Haken. Okay, Chloe. I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. I hope. So, jetzt müssen wir noch das andere Ende von dem Ding finden. Raufklettern. Chloe, can you give me a hand? Sidekick at your service. Hop up and away, Supermax. I dig having minions. Ah. Upsi. Ah. Jetzt kann man da drauf und ah. Verstehe, man muss da gar nicht drauf drehen. Na dann. Schauen wir mal an. Here's the other end of the rope. Das ist ein Flaschenzug. Flaschenzüge helfen uns, weil sie uns Kraft ersparen. Nope. I can't pull this rope without tearing my flesh off. Nicht? I need to hook this up to something heavier. Du hast gerade irgendwas runtergeworfen. Habe ich das da hier oben irgendwas? Nein. Ah, da ist irgendwas. Hey, ich kann ein Foto machen. Eine Eule. Das ist ja cool. Kann ich dann die Eule binden? Ich habe eine Errungenschaft freigeschalten. Hm. Whatever. Oh, warte mal, was ist das? Nein, kann man nicht nehmen. Ah, da ist noch ein Haken, sehe ich gerade. Kann ich da runterfallen? Nein. Kann man das da irgendwie... Max, use your rewind and get that motor back up there. Ah, na klar. Ich bin so dumm. Okay, wie war das nochmal mit Steuerung? Ist er da? Hallo Motor? Ah, da ist er. Talk about heavy metal. I could use that to open the hatch. Ziehen?
warum genau haben wir uns jetzt da? So, that didn't work at all. Echt jetzt? Nein, was tust du? Ach Gott, ich wollte nicht darauf, darunter. Wir müssen rauf. Den Motor raufholen. So, jetzt ist der Motor hier oben bei uns. Jetzt gehen wir zum Seil. Boah, diese Steuerung macht mich wahnsinnig. Jetzt hängen wir das Seil an den Motor. Und dann werfen wir den Motor runter. Okay? Gott, geschafft. Finde ich gut. MacGyver strikes again. Sie kennt MacGyver. Nicht schlecht. Gut, aber rauf kommen wir jetzt nicht mehr dann. So, wo war das? Ich habe die Orientierung verloren, aber nachdem das da ist, vielleicht hier irgendwo. Gefunden. Öffnen. Damn, this is heavy. What? Treppen. Is this? Treppen? Jackpot. Do I even need to say how weird this is? Warum? Das ist ein Keller. So was nennt man ein Keller. Da versteckt man Kinder drinnen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich da runtergehen will. Weißt du, wenn jetzt jemand kommt und uns dort einsperrt? Ja, okay. Aber ich fürchte, wir müssen da runter. Ich wette, es kommt noch irgendein Schockmoment. First a padlock, then a digicode? Someone really doesn't want visitors. This is too heavy to break, so I'll need a code. Naja, versuchen wir es mit dem gleichen Code wie beim Dings, wie beim Telefon, oder? Wie war das nochmal? 245? So. Think. Naja, 452 vielleicht. Also es ist auf jeden Fall 245. 4, 5, 2. Achso. Nicht 2 tippen. You can do it, Max. Können wir das? Na gut. Wir sollten es systematischer angehen. 2, 5, 4. Oh no, it didn't work. Okay, so it's locked. Nein, ist es nicht. Schau. Wieder. Some numbers look faded, so I just have to get lucky. Das ist mir schon klar. So, wir haben jetzt probiert 245, 254. Das heißt, der 2 steht nicht vorne. Und wir haben 452 haben wir auch schon ausprobiert. Dann machen wir noch 425. 425.
4, 2, 5. Wrong code. Ja, ist eh klar. Das ist das letzte, was wir ausprobieren. Es gibt noch 5, 2, 4 und 5, 4, 2. Ich wette, es ist 5, 4, 2. Pink, pink. Wie? Oh, yes. Klar, das absolut letzte, was möglich war. Das heißt, ja, wir mussten einmal die Zeit zurückdrehen. Open Sesame. Na super. Stocked and ready for the apocalypse. Ah. Das ist ein. Wie sagt man? Ein Atombunker. So wie bei uns unter der Schule. Aber besser ausgerüstet. What the hell is this? Wasser? Water supplies. It's like in David's garage bunker. Keep searching, Chloe. More survivalist supplies. Tja, wie schon gesagt, Atombunker, hallo? Look at these cans. David must shop at the same store. Oh, schau, da ist ein Brief. Schaut schon mal gut aus. Nehmen wir den mit? Whoa. This says it all about Nathan. He needs help. Is for over 5 years I feel that I should stop seeing your son, as you have disregarded my rather dire and immediate suggestion for his and others' well-being. You know well the extent of Nathan's challenges, but I feel that you refuse to acknowledge the role you play in this mental in his mental health. I do not have your support. I cannot treat Nate. If I do not have your support, I cannot treat Nathan. It is as simple as that. I fear he is becoming even more disconnected from reality, even if he acts in a personable manner. You have ignored my requests for a consultation with you and your wife, so I have to assume you are no longer interested in my services. Regardless, I care about Nathan and I believe he needs serious help. If you would like to talk about this matter, I'm always available. Best, Dr. Jacoby. Okay. Gut. Also der Psychiater glaubt, er ist ein Irrer, quasi. Oh, Klebeband, das ist super. Das freut mich alles. Duct tape in a bunker is always a bad sign. Ja. Definitiv. Also es schaut schon sehr stark nach am Städten hier aus. Was ist das? I guess Nathan needs the most expensive printer in the world. Everything is sketchy as fuck. Nothing about Rachel here. Ist das ein 3D-Printer? Was ist das für ein komischer Printer? Wir brauchen so einen riesen Printer. Oh, da ist noch ein Brief. Können wir den auch lesen? Look at all this weird shit. Whoa. What is going on between Nathan and his father? Das muss ich jetzt tatsächlich lesen. Das ist doch etwas zu brutal geschrieben. Ich habe dir gesagt, ruf mich nie von deinem Handy aus an. Nur von den Wegwerfhandys aus, die ich dir gegeben habe. Ich will nicht, dass du meinen Namen öffentlich rausposaunst. Was du idiotischerweise schon mal getan hast. Ich habe all das nicht in die Wege geleitet und meine Weisheiten geteilt, damit du es mit deiner jugendlichen Wut versaust. Wir können zusammen eine Menge erreichen, aber du musst dich von mir leiten lassen. Oder du bist auf dich allein gestellt. Okay. Whatever. Vater ist jetzt nicht unbedingt der freundlichste. Okay, was steht da? Let's see what's in here. Oh my god. No. Tja. Was hat denn getan? Was hast du getan? Was hast du gedacht, dass er da unten macht? Ist das alles, was ich hier sehen kann? Ein Bild von der Kate? Gibt es vielleicht noch irgendwelche Beweise, die man runterladen kann? Was ist damit? Das kann man nicht anschauen. Hm, schade. Oh, da ist noch ein Papier. Das kann man sich anschauen. That son of a bitch.
Wieso? Was steht da? Ich sehe genau gar nichts. Stormbreaker Bunker. Bauunternehmen Howard Rock. Verbindlicher Kostenvoranschlag 1,3 Millionen Dollar. Schauen. Das ist ganz schön was wert, dieser Bunker. Die haben sich das schon was leisten lassen. Talk about tortured. Everything is sketchy as fuck. Nothing about Rachel here. Tja, weil wir noch nicht von den richtigen Orten gesucht haben. Jetzt erschrecken wir gleich? Nein, schade. Ich warte eigentlich auf den Moment, wo irgendwo irgendwas rausspringt. Hey, schau, ich habe Rachel gefunden. Come on, let's see what this shit is all about. We are. Hit Rachel okay. Und the binder marked Victoria, but it's empty. Look, the next one says Kate. Oh no, Kate. No. God, I should have killed that bastard back there. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Aber Victoria ist noch leer, das heißt, Victoria sie ist noch kein has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. These are all post shots, right? Right? Chloe, look at her face. She's out of it. Maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please. Let's go. Können wir uns die anderen Sachen noch anschauen, bitte? Oh my god. Rachel. Kate. This picture is framed different. Rachel is awake and fucking furious. Rachel has passed out and she has something in her mouth. What happened to her? This shot is so staged. I can't believe it's real. I can't. Kate looks so doped up. She has no idea she's being posed. At least Kate was asleep through all this bullshit. Okay. Noch andere rausnehmen. Ich würde ganz gerne sehen, aber nein. Ah, the Apocalypse Entertainment System. Ich jetzt? Wir wollen uns seine Videos nicht anschauen. Somebody likes their whiskey. These newspapers are all about Rachel and Kate. I've never seen so much pricey equipment before. Naja, irgendjemand muss es ja haben, wenn es sowas. So who's using this fancy tripod? Mann. Ist jetzt lustig. Okay. Dann Needles. Gross. Warum? Vielleicht ist er Diabetiker. This must be the crap that Nathan gets from Frank. Wir könnten es verändern. Ja? Nicht? Oh mein Gott. That's an original signed illustration. Fits perfect in here.
zum Schrottplatz gehen. Das ist aber schnell gegangen. Okay, an dieser Stelle machen wir wieder Schluss für heute von YouTube. Ich wünsche euch viel Spaß und bis dann.